Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Men NFL 19. Wir sind weiter unterwegs in der Journey Cross Country quer durchs Land. Die 11. Challenge der antizipierten Matchups 2018. Wir sind schon in der Week 8. Saints at Vikings. The play of the season last year was either the best play of all time or the worst, depending on which fanbase you're talking to. Ja, Saints at Vikings. Da denke ich an an das Playoff-Spiel zwischen den beiden Teams im letzten Jahr. Der Super Bowl fand ja da in Minnesota statt. Alle dachten, oh, hier Finale daheim. Ja, war dann leider doch nichts. Die Minnesota Vikings haben in den Schlusssekunden mit diesem Wahnsinnspass auf Stephon Diggs noch die Saints besiegt. Hat keiner mit gerechnet. Ja, eine Woche später war gegen diesen Herrn, beziehungsweise gegen seinen Stellvertreter damals, Schluss. Sind sie gegen die Eagles rausgeflogen, die Vikings. Aber das Spiel, das war schon legendär, was sich da abzeichnete. Und das ist jetzt ja quasi das nächste Rematch eines Playoff-Games, was in dieser Saison war. Wir wissen aber alle, wie es ausgegangen ist. Die Saints haben souverän gewonnen gegen die Vikings. Der Vorspann. Cameron Jordan, Drew Brees, Michael Thomas, das sind schon Namen, da weiß man, was man hat. So, ich habe meinen Ranch-Jersey übrigens gerade eben noch mit der Abfähigkeit ausgelöst, also under pressure. Wir werden also den Quarterback ein bisschen früher noch nervös machen können durch unsere reine Anwesenheit. Und da ich hier auch gerne mit Ranch-Jersey blitze, passt das. So, schauen wir mal, was haben wir denn hier? Wir haben einen dritten Versuch und 10. Wir liegen momentan mit 3 Punkten vorne, das ist gut. Es sind noch 4 Minuten 20 Sekunden zu spielen. Wir haben den Ball an der eigenen 20-Yard-Linie. Wir müssen jetzt natürlich hier umwandeln, damit wir die Offense der Saints vom Platz halten können. Also dritter Versuch und lang. Das ist schon eine Nummer von der eigenen 20. Ja, 4 Verticals. Unser Lieblingsspielzug für lange Distanzen. So, die Verteidiger sind nah bei den Receivern. Dann schaue ich mal, wie sich die Safeties hier verhalten. Terrell Owens hat ein 1 gegen 1. Ja, den hat er. Das ist fahrlässig. Ein 1 gegen 1 gegen Terrell Owens, den Quarterback nah an der Line of Scrimmage positioniert. Und dann geht der Safety nach innen. Da sage ich nur vielen Dank. Das war ein Gastgeschenk, was ich gerne annehme. Da hat die Saints Defense aber ziemlich geschlafen. 27 zu 17. Jetzt haben wir eine 10-Punkte-Führung. Damit können wir uns doch jetzt mal relativ beruhigt angucken, was die Saints hier machen. 4 Minuten 10 noch zu spielen. Ja, das ist echt ein Gastgeschenk. Aber wenn ich so etwas sehe, dass die Cornerbacks an der Line of Scrimmage nah platziert sind, muss ich mir echt immer angewöhnen, die Wide Receiver notfalls auch per Hot Route nach vorne zu schicken. Das ist ein sicherer Touchdown. So, erster Versuch und 10, Drew Brees, der Rekordhalter, was die erworfenen Passing Yards angeht, der ist momentan auf dem Weg, sämtliche Passing-Rekorde sich zu holen. Erster und 10 an der 30-Yard-Linie. Ich glaube, was die Touchdowns angeht, ist das auch schon. Oh, Incomplete Pass über die 500 gekommen, aber da ist Tom Brady. Jetzt hat er diese Saison die Number One. Zweiter und 10 an der 30-Yard-Linie. Man muss aber auch sagen, dabei, so Peyton Mannings Rekorde wurden gebrochen. Das Spiel hat sich aber auch momentan ja extrem passlastig in der NFL. Zweiter und 10. Ich glaube, den Höhepunkt hat man ja gesehen in dem. Boah, der ist intercepted. Riesenspiel ja von Ryan Shazier. Getippt und abgefangen. Wahnsinn. Wahnsinn Spielzug. Under pressure. Ja, ich weiß nicht, ob es daran lag, aber auf jeden Fall war es eine sehr geile Nummer. Erster Versuch und 10 an der 31-Yard-Linie. Also sowohl der Song als auch der Spielzug hier gerade von Ryan Shazier. So, jetzt laufen wir natürlich. Ezekiel Elliott hat eine wunderbare Lücke. Wir sind schon in der Red Zone der Saints an der 19-Yard-Linie. Erster Versuch und 10.
Dann bleiben wir bleiben natürlich auf dem Boden, nehmen hier noch Zeit von der Uhr. Wieder geht der Lauf über die rechte Seite. Na, switche ich doch um. Da war links eine Lücke, aber da ist ein ungeblockter Middle Linebacker hineingeschossen. 2009 an der 18-Yard-Linie. Genau, Lauf über die Außen. Das ist genau das, was ich mir jetzt gewünscht hätte. Da laufen wir aber nicht über die rechte, sondern über die linke Seite. Los geht's. Gott sei Dank, also dem ersten Verteidiger konnte ich noch ausweichen mit einem Spin-Move. Der zweite hat mich aber dann sofort erwischt. Kein Tackle for Loss, aber auch kein großer Raumgewinn. Das heißt, wir haben einen dritten und sieben. Gehen in den Frequent-Bereich hinein. Ja, Stick. Owens und Johnson, meine Anspielstation. Auf Sharp werde ich hier nicht gehen können, weil das nicht reichen wird für einen First Down. Und das würde ich natürlich hier... Oh doch, das reicht ja doch, weil er ist ja Mutterseelen allein da vorne. First Down Cowboys. Da war ja weit und breit. Die haben sie ja komplett alleine gelassen. Ein Tight End steht in der Red Zone. Ganz still und stumm. So, Halfback Slam. Aber erst später, denn hier ist der 5-2-Minute-Warning. Die letzten 2 Minuten des Spiels brechen an. So, die Saints haben noch eine Auszeit. Wenn wir jetzt hier keinen Touchdown erzielen, denke ich mal, werden sie diese letzte Auszeit auch schon nehmen, um die Uhr nochmal anzuhalten. So, Eddie George, das wie angekündigt, wie vermutet, das Timeout. Sean Payton nimmt das letzte Timeout für seine Saints. Zweiter Versuch und Goal. So, ich nehme den Texas-Spielzug. Einfach, weil ich mir da ziemlich sicher bin, dass ich hier die Uhr auch umlaufen lasse, weil ich habe ja meinen Fullback. Johnson hat da eventuell ein 1 gegen 1. Nein, hat er nicht. Mein Fullback kommt schwer raus, aber jetzt dann... Ja, mein Fullback ist immer... Der läuft die Uhr immer, der hält alles. Deswegen ist er ja auch ein Fullback und kein Wide Receiver. Also, den Ball hat er leider fallen lassen. Dritter Versuch und Goal an der 9-Yard-Linie. So, ich laufe mit Elliot über die linke Seite. Los geht's. Ist eine Lücke, ein Spin-Move und da ist der Touchdown, Ezekiel Elliott. Sehr schön. Damit haben wir eine 17-Punkte-Führung. Es sind nur noch 1,46 jetzt vor dem Kickoff zu spielen. Die Saints haben keine Auszeit mehr. Das Ding ist in trockenen Tüchern, prognostiziere ich jetzt mal. Da müsste jetzt schon Großes passieren. Angefangen hier mit einem möglichen Kickoff-Return-Touchdown. Ehrlich gesagt möchte ich das nicht unbedingt zulassen. Tun wir auch nicht. Ballbesitz Saints an der 30-Yard-Linie. Drew Brees kommt aufs Feld. Kein Blitz, dann nehmen wir eine Cover 3, eine reine Zone-Defense, mit der wir jetzt agieren. Natürlich werde ich trotzdem versuchen, mit meinen Ends Druck auf Breeze aufzubauen. Aber das haben wir ja bei dem Spiel in Dallas gesehen, das mag Drew Brees nicht. Wenn er ständig unter Druck ist und immer Leute in seinem Blickfeld sind, so kann man ihm beikommen. Das war auch ein Spiel, da hätte ich nie im Leben drauf gewettet, dass meine Cowboys da einreißen können. Tja, und dann gewinnen sie dieses Spiel 13-10. Vollständiger Pass Saints. Ist mir aber recht egal, das können sie machen, wie sie wollen. Hauptsache sind hier Tackle in Bounce. Die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. 2. und 2 an der 45-Yard-Linie. Mit 17 Punkten im Rücken kann man das alles sehr, sehr geschmeidig ausgehen lassen. So. Three Double Sky. Ich glaube, den Blitz habe ich so auch noch nicht gespielt. Das heißt, Cornerbacks blitzen. Doch, schauen wir mal, was dabei rumkommt. Incomplete Pass. 4. Versuch und 2. Ich bin gerade etwas schockiert, warum wir hier die Goal-Line-Blitze bekommen. Ob mein Defense-Coordinator, den wird nicht gut. Hier auf ein Mittling zwischen Blitz und Zone-Defense, weil ich stelle ja keine Goal-Line-Defense auf den Platz an der 45-Yard-Linie. Das dürfte nicht gereicht haben. Ja, Turnover on Downs. Sean Lee macht die Lücke zu.
An der 44-Yard-Linie kommt meine Offense wieder aufs Feld. Wir laufen wieder mit Ezekiel Elliott. Das Spiel ist jetzt durch. Wieder ein schöner Spin-Move von Elliott. Getackelt an der 47-Yard-Linie. So, jetzt laufen wir noch ein bisschen durch die Mitte. 2. und 1. Wir sind gleich schon bei 40 Sekunden. Die Uhr läuft die ganze Zeit weiter. Los geht's. First down Cowboys an der 45. 1. und 10. Wir sind unter 30 Sekunden. Die Uhr tickert und tickert und tick, 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 tick. Tick nach Hook. Ist aber ein Footballspiel. Schöner Spin-Move hier wieder von Elliott. Wird noch in Bounce getackelt an der 22-Yard-Linie. Der macht hier nochmal richtig gut Yards. 1. Versuch und 10. Das könnte, oder das ist der letzte Spielzug. Los geht's. Lauf durch die Mitte. Eddie George macht noch einen kleinen Schwenker nach hinten. Ich weiß nicht warum, hat er aber gemacht. Wir schlagen die Saints wie im wahren Leben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.